Und ja, was auch ganz lustig war, ich habe vorhin auf Facebook gelesen, war eben so ein Bild, oh Mann, Facebook ist echt behindert. Kaufen WhatsApp für 19 Millionen, statt es einfach gratis im App Store runterzuladen. Fand ich auf jeden Fall ziemlich geil. Jo Leute, was geht? Mein Name ist Classic und heute habe ich ein ganz aktuelles Thema dabei. Ich schätze, es geht jedem, also wirklich jeden Einzelnen, der das Video anschaut, hier was an. Und zwar, ich schätze, ihr habt es alle mitbekommen, das kann man ja eigentlich kaum noch übersehen. Überall, ja, hauptsächlich auf Facebook oder auch so irgendwo im Internet oder von Freunden auch gehört, ja klar, um was geht's? Facebook hat WhatsApp gekauft. Und noch kurz zum Gameplay, ich weiß wieder mal nicht, was ich im Hintergrund habe. Ich schätze, da wird ziemlich wahrscheinlich ein Gast-Gameplay jetzt laufen. Ist natürlich alles in der Beschreibung, von wem das ist. Und ja. Ja, Facebook hat WhatsApp gekauft für 19 Milliarden Dollar. Also das, ja, ist einiges, würde ich mal sagen. Würde ich auch nicht nein sagen, wenn Facebook zu mir kommen würde, hey, kann ich einen Channel haben? Kriegst doch 19 Milliarden Dollar. Naja, also ist auf jeden Fall eine Riesensumme. Und ja, viele denken jetzt, Datenschutz, Facebook, ja, die saugen meine Daten und alles Mögliche. Ja, okay. Kann man jetzt noch nicht wissen. Also ich habe jetzt noch keine, ich habe nichts mitbekommen, dass jetzt schon ein Update kommen wäre, auch ziemlich schnell gewesen. Die haben sie erst heute gekauft oder gestern in der Nacht, keine Ahnung, wann in Amerika das war. Und kam eben noch kein Update. Und viele haben jetzt halt Angst, dass ihre Daten nicht mehr sicher sind, dass das und das nicht mehr, das einfach nicht mehr so war wie früher und dass, ja, dass einfach das mehr Probleme gibt. Und ja, warum haben die so Angst? Klar, einmal Facebook, ich gehe selbst mal kurz drauf. Wo haben wir es denn noch? Habe ich nicht mal offen Facebook. Aber ich schätze, ihr kennt es alle, ihr geht auf Facebook, so geöffnet. Klar, ihr seht da euer Profil. Naja, gut, Chrome ist gerade abgestürzt, da wie auch immer. Ihr seht euer Profil. Also oben rechts halt euer Name, Startseite, bla bla. Und dann geht's schon los mit Werbung. iPhone 4S. Bla, irgendwelche Schuhe, dann eine Snapback, dann gibt uns Bücher, die uns weiterbringen, dann Autovermietung, irgendwelche Schuhe wieder, dann irgendwelche Casino-Werbung. Also kurz, es ist verdammt viel Werbung auf Facebook. Und ja, viele haben eben Angst, dass es jetzt mit WhatsApp genauso geht. Dass einfach, ja, in WhatsApp, das wäre nämlich extrem nervig, wenn in WhatsApp ne Werbung wäre. Weil ich schätze, wenn ihr Quizduell zockt, da kommt ihr auch immer so, nachdem ihr dieses Quiz fertig habt oder so, nachdem ihr eure Fragen beantwortet habt, kommt ihr immer Werbung. Dann unten links oder oben rechts muss man das immer wegklicken, also nein, danke, oder oben das rechts, das X. Und ja, das würde mich auf jeden Fall extrem nerven, würde es das in Facebook geben, weil am Schluss ist, in WhatsApp, sorry, weil am Schluss ist es dann so, du willst deine Nachricht schreiben, klickst auf Senden, dann kommt wahrscheinlich nochmal so ein Werbungspop-up, dann musst du das nochmal wegmachen und dann nochmal senden und das nervt einfach. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so krass, aber ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nichts anderes vorstellen, so in WhatsApp, außer vielleicht, dass du, keine Ahnung, vom Server her irgendwelche Werbung zugeschickt bekommst per WhatsApp, wäre natürlich extrem nervig, hätte ich gar keinen Bock drauf, aber der WhatsApp-Gründer und auch Mark Zuckerberg haben beide gesagt, dass es keine Veränderungen geben wird. Aber naja, da kann man sich jetzt eben auch nicht so sicher sein, ob das wirklich so ist, weil der Facebook, der WhatsApp, oh, ich verwechsel das die ganze Zeit, sorry. Der WhatsApp-Gründer hat gesagt, WhatsApp soll so bleiben, wie es ist, und das versichert er. Ja, okay, er kann jetzt da wenig versichern, das gehört ja nicht mehr ihm. Aber Mark Zuckerberg hat es auch versichert. Also hoffe ich mal, dass es wirklich so ist. Und auch so ein Experte meinte, dass, wo habe ich's denn? Sorry. Der meinte, dass jetzt, ja, man weiß nicht, ob man ihnen vertrauen kann, aber es besteht jetzt nicht so der Grund zur Besorgnis. Ich gehe nicht davon aus, dass Facebook einen Datenvorteil daraus zieht, dass sie WhatsApp gekauft haben. Sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass sie sich damit die junge Zielgruppe sichern möchten. Also, weil da stand auch noch drin in dem Bericht, also ich lese meine Sachen immer von Focus.de, also Focus Online, die haben immer ziemlich geile Berichte. Und ja, warum kauft Facebook WhatsApp? Anscheinend sind in Facebook mittlerweile mehr ältere Menschen oder Eltern und Lehrer unterwegs, was ich irgendwie nicht so ganz verstehe, weil ich jetzt meine Eltern zum Beispiel, die sind jetzt 50
Und die sind jetzt nicht so die Facebook-Leute, also die sind allgemein jetzt nicht so Internet-Leute. Keine Ahnung, vielleicht von euch die Eltern, aber ich glaube, meine Eltern würden eher zu WhatsApp greifen, anstatt zu Facebook, weil meine Eltern wollen mit mir kommunizieren. Wenn ich zu meiner Mom sage, hey Mom, holst du mich ab, kann ich ihr schnell WhatsApp schreiben. Oder könnte ich, sie hat leider kein WhatsApp und so schreiben, weil SMS ist ja eigentlich das Gleiche, nur dass WhatsApp halt so alles verbindet, so ein bisschen besser ist. Kannst du Bilder schicken, Sprachmemos und so. Und ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und ja, Facebook hat nämlich auch Instagram gekauft, vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ja, dann kam nach ein paar Tagen gleich mal die Datenschutzerklärung und die Nutzungsbedingungen wurden gleich mal aktualisiert. Ich lese kurz vor, die neue Datenschutzerklärung erlaubt es Instagram, Nutzerinhalte und Informationen wie Geräte-IDs und Ortsdaten mit Facebook zu teilen, mit Begründung, so schneller auf Spam und andere Probleme reagieren zu können. Die Rechte an den Bildern verbleiben beim Nutzer, dürfen aber zumindest theoretisch von Instagram für Werbezwecke genutzt und verkauft werden. Also, ja, ich kann, wenn ich ehrlich bin, ich kann jetzt Facebook auch nicht so ganz vertrauen, dass es werbefrei bleibt. Also, weil wenn sie es mit Instagram schon so gemacht haben, warum kauft man ein Unternehmen für 19 Millionen Dollar? Für 19 Millionen Dollar, das ist nicht so, was man einfach mal so aus der Hand schüttelt. Das ist eine richtig fette Summe, 19 Millionen. Und klar, das muss man ja auch wieder reinbekommen. Und ich glaube jetzt nicht, dass das wirklich so ist, dass man einfach die Jüngeren da auf seiner Seite hat. Und ja, was auch ganz lustig war, ich habe vorhin auf Facebook gelesen, war eben so ein Bild, oh Mann, Facebook ist echt behindert. Kaufen WhatsApp für 19 Millionen, statt es einfach gratis im App Store runterzuladen. Fand ich auf jeden Fall ziemlich geil. ja, ich vertraue Facebook nicht, ganz ehrlich. Ich würde sagen, es kommt Werbung. Meine Meinung jetzt. Ich weiß nicht. Die müssen diese 19 Milliarden, die muss. Ich würde selbst nicht sowas machen, wenn ich davon keinen Gewinn hätte. Nur ein paar Kunden, okay, komm. Und die Mini-Beiträge, die 89 Cent oder 79 Cent im Jahr, die du da zahlst, damit kannst du jetzt die 19 Millionen nicht so schnell reinholen. Okay, es sind 450 Millionen WhatsApp-Nutzer und jeden Tag 1 Million mehr. Ja, da geht einiges dann mit der Kohle, aber trotzdem, 19 Milliarden ist dann halt schon eine richtig fette Summe. Und das wären halt dann im Jahr 450 Milliarden. Na, weniger. Es ist ja ein Dollar, gell? Also dann wären es ungefähr 450 Milliarden Dollar, beziehungsweise wird ja immer mehr im Jahr, die sie mit WhatsApp verdienen. Nur mit diesen Einnahmen halt. Und ja, ich schätze schon, dass sie Werbung reinhauen. Wie die das machen, weiß ich nicht. Ich hoffe natürlich, dass es keine gibt. Alternativen gibt's ja. Einen Moment. Es gibt zum Beispiel einmal Kick. Kick ist jetzt nicht so der tolle Messenger, finde ich. Ist halt jetzt, ja. Nee, ich finde es jetzt nicht so toll. Ist halt mit Username und so, das ist halt ein bisschen so, dass man sagt, ja, okay, hier ist mein Username und du musst nicht gleich die Handynummer hergeben. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber es ist, WhatsApp, finde ich, hat sich so eingebürgert. Das ist einfach top. Das hast du und das ist einfach cool. Und dann gibt es noch, wie heißt es? Threema, glaube ich. Sorry, ich kann es nicht aussprechen. Threema. Kostet 1,60 Euro. Und ja, das hat ein Kumpel gepostet. Und ich war auch heute bei einem anderen Kumpel und hat der Dad gesagt, ob ich das kenne. Und ja, das ist sowas ähnliches, aber ist extrem sicher. Also, du brauchst zum Beispiel eine Threema-ID. Und dann so ein Schlüssel-Fingerabdruck gibt es noch und dann noch so ein QR-Code, keine Ahnung. Ich habe mich damit noch nicht befasst. Ich werde mir jetzt die Tage das mal runterladen. 1,60 Euro finde ich geht schon. Und ich glaube nicht, dass du dann so ein Abonnement oder so halt, dass du öfter was zahlen musst, abschließen musst. Und ja, aber so wirklich viele Alternativen gibt es halt nicht. Und Facebook hat halt einfach jeder. WhatsApp. Alter, ich bring's so oft durcheinander. WhatsApp hat halt einfach jeder. Und deswegen ist es halt so das regierende Ding auf deinem Handy. Also ich benutze am meisten WhatsApp. Ist einfach so. Und ja. Was denkt ihr? Eure Meinung mal, würde mich extrem interessieren. Glaubt ihr, es kommt Werbung in WhatsApp? Glaubt ihr, es bleibt so, wie es ist? Oder wie ist da eure Meinung? Was denkt ihr? Oder allgemein, was passiert mit WhatsApp in der Zukunft? Und schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare, würde mich wie gesagt extrem interessieren. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann Daumen nach unten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein. Ciao. Orbitalsatellit in Bereitschaft. Orbitalsatellit ist online. Granate!